Weiter geht es mit einer neuen unheimlichen Folge Resident Evil 7. Die Community wollte unbedingt noch eine Folge sehen und wer so gut meine Videos bewertet, der hat natürlich noch eine Folge verdient. Danke für die Unterstützung. Wir sind in der letzten Folge an einer sehr spannenden Stelle stehen geblieben. Der dämliche Bulle, man kann es leider nicht anders sagen, der dämliche Bulle wurde enthauptet. Naja, nicht so ganz enthauptet. Er wurde gespartet mit der Schaufel durch den Schädel. Ein bisschen was ist noch vom Schädel am Körper dran geblieben. Hier drüben sehen wir diese Figur und die können wir zerschlagen. Ich denke, sie bringen mir keine Vorteile im Spiel. Ich weiß es zumindest nicht. Aber auf jeden Fall irgendein Sammelobjekt, das man nebenbei einsammeln kann. Beziehungsweise zerdeppern kann. Gut, für die Leute, die es nicht wussten, ich wusste es auch nicht. Aber es stand in den Kommentaren drin und jetzt wissen wir es alle. Habe ich irgendeinen Vorteil hier noch? Moment, hier drüben. Hier steht doch was, oder? Evelyn. Ich würde mal sagen, die Tochter von Jack. Jack Bauer. Jack Baker meine ich natürlich. Wieso hängt sowas hier? Ich finde es irgendwie schade, dass man die Sachen hier nicht zerstören kann. Alles klar, hier drüben hatten wir noch was. Und zwar haben wir hier so eine Standuhr. Und ich denke mal, wir müssen ein Gewicht finden, das wir hier reinhängen können. Und dann kommen wir an der Stelle auch weiter. Ich glaube, hier können wir aber nichts finden. Kühlschrank, was sagst du so? Oh, Moment, was war das hier drüben? Ein Kalender. Ein Kalender. Wow. Weiblich. Männlich. 30er, schlank. Barbecue, männlich. 20er, beleibt. Alter, die essen hier wirklich Menschen. Wie es scheint, essen die hier wirklich Menschen. Und wir haben ja verweigert zu essen. Wollten sie uns testen, ob wir zombifiziert sind? Man weiß es nicht so genau. Garage. Okay, Garage. Danke für den Tipp. Gut, seid ihr bereit? Wir müssen uns dem Wahnsinnigen stellen. Kann ich noch irgendwas hier kombinieren? Wir besitzen Kraut, aber keine Chemikalie. Leider besitzen wir keine Chemikalie. Dong. Alright. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Oh Gott! Alter, das Auge! Das ist so abgefuckt mies. Diesmal gehe ich direkt hier hin. Und hier gibt's Kraut. Dann gehe ich hier hin. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch. Was zum Heilen? Ich brauche die Knarre hier drüben noch. Gib mir die Knarre, Bruder. Ich will nur die Knarre. Alright. Alright. Oh, shit. Mann, der Typ ist aber auch ein Brecher, ne? Das muss man ihm lassen. Oh, fuck. Okay, so können wir blocken. Das musst du schon besser machen, Junge. Alter, was bist du? Das ist doch kein menschliches Wesen. Du bist doch absolut kein Mensch. Er blutet. Aber irgendwie steckt er es weg. Guck mal hier, die Kugel ging genau in seinen Schädel rein. In seinen dämlichen Schädel. Halt die Klappe. Krass. Der steckt das alles weg. Okay, was hier drüben? Alles klar, Chemikalien. Wir können uns hier noch ein bisschen Heilung zusammenbrauen. Und ran hier. Du denkst, du kannst mir wehtun? Ja, das denke ich. Ist das mein Auto? Jack! Das ist doch mein Auto, Jack. Wow. Ich will Munition sparen. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Ich bin ein alter Mann, Junge. Du kannst es nicht mit deinem alten aufnehmen? Nein, kann ich nicht, weil du riesengroß bist und ein Super-Zombie. Au!
zack, 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 zack. Na, wie hat das gefallen? Na, tat das gut? Oh, shit, au! Oh, zum Teufel glaubst du? Komm schon, stirb! Au! Er ist unbesiegbar. Alter! What? Was zur Hölle? Was hast du vor, Alter? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Der ist doch total durchgedreht. Mein wunderschönes Auto. Was für ein Psycho. Krepier doch endlich. Okay, okay. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Leck mich am Arsch. Echt jetzt? Oh, Junge. Schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Oh, shit. Vorbei, weißt du? Nein, es ist nicht. Au. Er liegt am Boden, er liegt am Boden. Oh shit, Mann. Was bist du? Alter, was bist du? Ach du Scheiße. Okay, sein Funkgerät kann ich nicht nehmen, wie es scheint. Hier drüben sehe ich eine Leiter. Irgendwas Relevantes hier im Auto? Hier waren wir auch. Tja, der gute Jack. Jack Barbecue. Ich würde sagen, der alte Mann ist gut durch. Richtig gut durch. Also mit dem bin ich fertig. Tja, und der Bulle, der ist auch gut durch. Ich bin ja so jemand, ich hätte jetzt... Oh, ein Schlüssel. Autoschlüssel. Ich hätte mir jetzt das Funkgerät genommen und ich hätte mir die Handschellen genommen. Von dem Bullen. Keine Ahnung, vielleicht Schwachsinn, aber wieso nicht, oder? Vielleicht werde ich sie irgendwann brauchen. Tja, mein Auto ist Schrott. Dann nichts wie raus hier. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Alter! Oh, er lebt immer noch. Das gibt es nicht. Ey, wie heftig ist das, bitteschön? Okay, was haben wir hier drüben? Flintenmunition. Ah. Was können wir hier tun? Aha. Okay, Ochsenstatue. Das meine ich, sowas nehmen wir mit, aber ein Funkgerät und Handschellen, nö. Die lassen wir einfach liegen. Ein Motorrad hier drüben, komplett ausgeschlachtet, wertlos für uns. Aber wie es scheint, kommen wir hier durch. Tja, ich würde mal behaupten, den guten Jack, den sehen wir bestimmt wieder. Omi? Omi, bist du es? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier alleine sind. Okay, funktioniert das?
Nein, das funktioniert nicht. Aber wir haben eine Tür gesehen, wo wir etwas einsetzen müssen. Und genau an dieser Stelle frage ich mich wieder, wieso, ne? Also wieso so eine Tür in so einer Bude hier? Wieso? Der Wind, der Wind. Ja, hier drüben können wir es wahrscheinlich einsetzen. Ah, warte mal, hier war noch sowas. Wir machen es mal kaputt. Die magische Figur. Aha! Ein Centaur, wie es scheint. Dieses Haus hier ist verdammt groß. Schieß auf mich, schieß auf mich. Okay. Was war das? Ein Aschenbecher? Eine antike Münze. Nun besitzen wir schon zwei. Ach du heilige Scheiße, was läuft hier? Ein Skorpion. Ah, schau mal. Das Pendel der Uhr. Irgendjemand beobachtet mich. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Tja, wie es scheint, Jack, mein Freund, ist noch nicht tot. Cerberus. Der dreiköpfige Höllenhund. Eben dachte ich ganz kurz, hier bewegt sich jemand wegen dem Schatten. Ist aber nur der Ventilator. Okay, kann ich wieder zurück? Ich kann wieder zurück. Mann, ist das eine Tür. Der Sound von der Tür ist mega unheimlich. Moment. Evelyn, Zoe. Zoe hat den eben gerade Daddy genannt. Vielleicht ist Evelyn dann doch nicht die Tochter. Ich habe einen Hundekopf. Wow. Das war leicht, an so einen ranzukommen. Und keine Überraschung. Merkwürdig. Dieses Spiel schenkt mir irgendwas. Normalerweise muss man dafür teuer bezahlen. Eine Shotgun, gib mir die. Aha. Wir haben eine Flinte. Aber wie es scheint, geht die Tür zu. Das bedeutet, wir bräuchten irgendwas, um hier reinzustecken. Als Gegenmaßnahme. Am besten natürlich eine Flinte oder ähnliches. Was ist das hier, ein Projektor? Nein. Wir brauchen, wie es scheint, einen Adler oder einen Falke. Skyhunter. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Schon eine Menge. Wir können mal abliefern. Okay, die Mitte hätten wir. Schauen wir uns die extrem unheimliche Tür hier drüben an. Okay, hier brauche ich auch wieder irgendwas. Ein Schlüssel, wie es scheint. Der Skorpion.
gehen wir mal nach oben. Erstaunlich ruhig auf einmal. Ein Foto. Evelyn, Mai 2014. Was sehen wir hier? Eine Schlange? Yep, eine Schlange. Skorpion, Schlange. Ich sag ja, Voodoo. Am Ende geht's um irgend so ein Voodoo-Shit. Hey! Omi! Na? Wie geht's meiner Lieblingsoma? Tja, die sitzt überall rum. Beachtet sie gar nicht. Ein Helm. Kein Name, kein Hinweis, nichts. Football. Footballfiguren, Footballhelm, Footballfoto. What the fuck? Habt ihr es gerade gehört? Hat sich angehört wie so ein Dämon, der fliegt. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Die alte da unten ist auch nicht ganz dicht, oder? Die ganze Familie ist komplett gestört. Yes! Munition! Da freut man sich. Nö, natürlich nicht. Habe ich andere Optionen? Leider nein. Leider nein. Alles klar, wir schauen mal, ob ich irgendwas hier herstellen kann für die medizinische Versorgung. Okay. Mir geht's ein kleines bisschen besser. Kraut. Skorpion, schon wieder Skorpion. Oh, richtig modern hier. Mia. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier über unsere Frau erfahren können. Und rein damit. Ethan, please, watch this. Mia Winters. 2017. Altes Haus. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ach, jetzt spielen wir sie. Okay. Wow. Puppen. Widerliche Puppen. Super doll eklig. Ist die Alte hinter mir? Ah, shit, die Alte kommt wirklich näher. Okay, erstmal zur Tür. Erstmal hier rein. Und cool bleiben. What the fuck? Ich hasse Kinder. Ach du heilige Scheiße, was ist das hier? Oh, ist das widerlich, der Hausschimmel. Er schlägt wieder zu. Habe ich irgendwas dabei? Inventar komplett leer, natürlich, Kent. Ich habe die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Oh, fuck. Schau mir das an. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Oh, außer shit. Dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Oh nein, 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 nein. Wo ist sie hin?
Oh ja, sehr gut. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Okay, wir müssen hier ganz schnell durch. Das soll eine Gabe sein. Hier gefangen. Ich kann hier nichts machen. Mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Und es weiß Dinge. Kann ich hier runter? Oh shit, wo kann ich hin? Hier in die Sümpfe gehen? Nein. Das ist keine Option. Ah, fuck. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nein. Was will ich denn, Mama? Ich muss sagen, die Alte ist zum Glück nicht besonders helle. Aber sie kommt, ha? Huh? Nein, nein, komm nicht hierher. Nein, 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 komm nicht hierher, komm nicht hierher, komm nicht hierher. Nicht, nicht, nicht zu mir, bitte nicht zu mir. Bitte nicht! Oh shit! Oh shit! Oh! Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Was ist das hier? Du verstehst es einfach nicht, oder? Okay, diesmal bleiben wir hier. Die Seite ist besser. Oh, verdammt. Sie ist genau da und sie kommt garantiert hier nochmal raus. Wir bleiben jetzt hier. Ich kann eh nirgendwo anders hin. Zoe. Welche Rolle spielt hier Zoe? Das würde ich ganz gerne wissen. Komm schon, geh weg, Mann. Sie ist immer noch da. Nein, nein, komm nicht hierher. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann nichts machen hier. Ich bin gefangen. Ich bin absolut gefangen. Ich hoffe, sie schaut nicht hinter die Tür. Sei bitte so doof und schau nicht hinter die Tür. Komm schon, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, sehr gut, sehr gut. Soll ich jetzt durchrennen? Okay, sie geht wieder rein. Oh, ich dachte schon, sie geht jetzt hier hin. Ihre Babys? Ihre verdammten Babys? Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Okay. Was ist das hier? Wir sehen hier eine Spinne als Schatten. Und das hier ist was völlig anderes. Warte mal. Aber vielleicht wird es so zur Spinne. Schaut euch das mal an. Das kann man bestimmt so drehen, dass es am Ende aussieht wie die Spinne. Hier haben wir schon mal die zwei Beine. Okay, wir drehen mal ein bisschen rum. So sieht's aus wie eine Spinne, finde ich. Das ist die Spitze von der Spinne da unten. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie passend reinstecken. Hat er nicht gesagt. Guck mal, das ist doch ziemlich gut, oder?
Ah, Moment. So. Das ist Präzisionsarbeit. Ah, Moment, hier unten. Kann man das irgendwie ein bisschen... Okay, das geht. Ich dachte schon, kann man das ein bisschen verrücken, aber nee, das geht. Geheimgang gelöst. Komm schon. Noch ist niemand hier durch die Wand gebrochen, was hier in der Familie üblich ist. Okay. Alles gut. Ich glaube, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Ich will aber nicht. Okay, wohin? 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 Habe ich eine Karte? Ich habe eine Karte. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Das ist nicht meine Definition von Liebe. Na, geh doch runter, geh doch runter, Mädchen! Deinem Teil der Schuld zu entkommen. Da führt kein Weg aus, Fräulein. Warte mal, hier unten waren wir doch schon. Oh, shit. Oh, fuck, jetzt bin ich hier unten gefangen, oder wie? Was ist das hier? Was haben wir hier? Ein Foto. Zwei Mädchen. Warum auf einmal zwei Mädchen? Wo denkst du, dass du hingehst? Was haben sie dir angetan, Mia? Okay, das war schon sehr, sehr cool, dieser Perspektivenwechsel. Ein verdammt großes altes Buch. Richtiger Wälzer. Geheimwaffe. Mit dem Buch könnte ich auf jeden Fall irgendjemanden erschlagen. Der Wetterbericht. Was haben wir hier Schönes drin? Biomüll. Was zur Hölle? Wer stellt sich denn bitte schön sowas in die Wohnung? Naja, hier bei der Familie. Da wundert mich gar nichts. Okay, hier geht's nach draußen. Noch eine Notiz. Verarbeitungsbereich. Hippie-Mistkerl. Scheiße, Mann. Die essen hier wirklich Menschen. Hier werden wirklich Menschen verwurstet. Hier komme ich immer noch nicht durch. Und hier drüben sehen wir eine Schrotflinte. Kann ich überhaupt mitnehmen, denn mein Inventar ist rammelvoll. Hört ihr das? Das klingt so abartig. Warte mal einen Moment. Wo habe ich die Flinte gesehen? Hier in diesem Raum. Hallo? Habe ich eben gerade Schritte gehört? Oder komme ich nicht hin? Im Moment komme ich an die Flinte noch nicht ran. Was für ein absolut widerliches Badezimmer. Du willst da wirklich reinlangen, Junge? Für eine Holzstatue? Hm. Von wer weiß was. Ja, von wer weiß was. Das könnte alles sein. Oh, Munition.
Warum? Warum müssen solche wichtigen Sachen immer in so widerlichen Orten liegen? Ja, ich musste in die Toilette reingreifen. Oh! Ach du Scheiße! Nein. Der Kleider hat uns eine Gabe gegeben. Und was? Diese Gabe ist immer bei mir. Was für eine Gabe? Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wie kann der denn immer noch leben? Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße stecken? Das ist mir salopp gesagt, shit egal. Ich wette, ich kann irgendwas damit machen. Jack? Bleib bitte oben, Jack, ja? Moment mal, hab ich jetzt... Ah doch, hier drüben. Könnte das funktionieren? Ich glaube schon. Alright, alright, alright. Hier unten sehe ich die Kralle. Yes! Man muss gar nicht so genau sein. Ich war beim letzten Mal viel zu genau. Ich habe mich viel zu sehr bemüht. Wer baut diesen Mist? Genau die Frage stelle ich mir auch immer, Ethan. Jetzt sind wir schon zwei. Jedes Mal denke ich mir, wer baut diesen Mist? Das ist meine Frage. Okidoki. Das Trophäenzimmer vom alten Jackie. Nein, komm schon. Jack! Okay, ich habe viel Munition. Wir sollten durchladen, dafür sparen wir ein bisschen Zeit, wenn es hier wieder zur Action kommt. Und... dieser Kühlschrank ist überraschend normal. Wow. Wow. Der ist ja richtig sauber. Also für Verhältnisse hier in der Gegend. Wahrscheinlich der sauberste Kühlschrank der Stadt. Ich bin wirklich voll und ganz beeindruckt. Kraut. Und hier diesmal nichts in der Toilette. Mist! Nee. Aber hier drüben haben wir noch eine Tür. Komme ich auch nicht ran. Ich habe eindeutig zu wenig Schlüssel. Auch keiner drin. Komm schon. Boah, geil. Ja, lecker. Yummy. Noch eine Münze gefunden. Oh nein, der Schimmelraum. What? Oh Gott. Das hört sich alles so lebendig an. Ich hab ne richtig... Oh, fuck! Was zur Hölle? Der Schimmel lebt! Ach du Scheiße, was bist du? Du bist widerlich! Du bist fucking... Meine Fresse! Ja, meine Fresse! Oh, shit. Boah, die Folge geht schon sau lang. Viel zu lang. Leute, ich muss hier leider beenden. Wer wissen will, was hinter der Tür ist, kräftig liken und supporten und beim nächsten Mal wieder einschalten. Eure Meinung zu Resident Evil 7 auch gerne in die Kommentare. Danke für die Tipps, wie zum Beispiel das mit der Figur. Bis zum nächsten Mal, Freunde.
Wow. Und tschüss!